Ja, guten Tag. Jetzt gehen wir weiter. Teil 2. Über dieses Thema. Und das Thema heißt dann die Führung übernehmen. Und wie anfangs gesagt wurde, ich habe ja eine Erklärung gegeben, woher ich stamme. Ich komme aus Südafrika und was mein Leben so ausgemacht hat bisher. Und was ich hier dann in Deutschland erlebt habe. Und dann habe ich Ihnen auch gesagt, ich werde ab heute, oder das heißt schon eine lange, lange Zeit, wo ich dann sage, ich übernehme die Führung über mein Leben und ich lade alle Leute dazu ein, auch die Führung über ihren Leben zu übernehmen. Und nicht mehr zu erwarten, dass irgendwas geschieht, dass irgendwas positiv geschieht von Seiten anderer Leute, weil die Gesellschaft ist nun mal so, wie das ist. Und wir können diese Gesellschaft so, wie das ist, nicht verändern. Wir können nur uns selbst verändern. Und ich sage, ich verändere mich selbst. Die Perspektive werde ich mir selber dann eigentlich geben. Deswegen mein Leitsatz heute ist, ich übernehme die Führung. Und das werde ich auch machen, weil ich habe hier festgestellt, ich wohne seit einer Ewigkeit hier in Köln. Ich habe ja die Kölner Lebensart eigentlich angenommen und habe ich auch festgestellt, ich liebe auch die Kölsche Lieder. Da habe ich was Interessantes entdeckt. Ich singe gern Kölsch, ja? So zum Beispiel, trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du siehst hier die ganze Zicht herum. Und da habe ich an diese Lieder, das Lied auch gesungen. Und da kam einer zu mir, sagte, ja, das ist für ihn verfremdet, ne? Befremdet, dass ich, dunkelhäutig, wie ich aussehe, Kölschlieder singen. Ich sage, ja, was ist hier anders? Ja, in seiner Vorstellung wäre das so, dass nur weiß, hellhäutige Leute können Kölsch singen. Gut, das ist einer der größten Schmarren, die ich überhaupt gehört habe. Aber oft habe ich es erlebt, wenn ich ja Kölschlieder singe, dann sehen Leute, ja, warum singst du halt Kölsch? Das ist ja, das entspricht nicht deiner Kultur. Deine Kultur muss dann quasi eine afrikanische Kultur. Ich sage, Moment. Ich lebe seit Ewigkeit hier in Deutschland. Mehr Zeit habe ich hier in diesem Land verbracht als in irgendeinem Land. Also habe ich mich dieser Geschicke des Landes hier verpflichtet. Und wenn Leute dann zu mir dann sagen, ja, ja, du bist was für Landsmann du noch bist. Dann sage ich mir, ja, ja, da fehlt irgendwas hier, da fehlt irgendwann Verständnis, da fehlt irgendwas von einer Akzeptanz und ich sage, heutzutage muss man das ganz anders sehen. Und da hat einer sogar behauptet, eine Dunkelhäutige kann kein Deutscher sein. Ich sage, warum? Es hat mit Blut nichts zu tun, weil wir Menschen sind alle gleich. Ich habe genau die gleiche Blutgruppe wie viele andere hier in diesem Lande. Und genetisch gesehen würde ich also nicht dann behaupten, ich wäre dann anders. Wollt. Viele Leute kommen mit dieser pseudowissenschaftlichen Auserlegung, dass es Unterschiede gibt zwischen ja, Menschen afrikanischer Abstammung und Menschen europäischer Abstammung, dass irgendwas genetisch anders festgelegt werden. Nun habe ich auch festgestellt, ich bin ein Mensch, der ich singe gern Gospels. Und da habe ich auch festgestellt, dass viele Leute dann behaupten von mir, ja, ich hätte Glück, weil ich hätte dann Rhythmus im Blut, wo ich sage, ja, mein Blutzelle, die würden dann auch mittanzen, oder? Ich singe halt gerne und weil ich gerne singe, singe ich oft. Ja, und viele dann behaupten von mir, ja, ich hätte Glück, weil ich dann, es fällt mir dann ganz leicht, mal rumzutanzen und zu singen. Und dann muss ich dann immer die Leute dann belehren, hier mal, ich singe deswegen gut, weil ich öfter singe, das ist alles. Das heißt, irgendwas, was du oft machst, was du öfters machst, dann wirst du dann zum Beispiel gut darin. Und dann, deswegen habe ich es auch gesagt, mit Rhythmus im Blut hat es nichts zu tun, weil in Südafrika, in meiner Schule habe ich auch festgestellt, war ich wahrscheinlich der Einzige, der singen konnte. Und in einer Klasse von ca. 30 Schülern. Da waren also nicht viele, die tatsächlich singen konnten. Und in Südafrika, nicht alle können singen und nicht alle können tanzen. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Leute, die tanzen können, sind die Leute, die regelmäßig tanzen, die regelmäßig singen.
Und da habe ich auch Leute hier beigebracht und gesagt, immer, als ich in der Deutschen kam, konnte ich überhaupt nicht tanzen, erstens, ich konnte auch nicht singen, nicht ganz so richtig singen. Da habe ich jetzt Gesangsunterricht hier genommen von von einer aus der Kölner Hochschule, Musikhochschule, habe ich hier Lektionen genommen, Stimmunterricht und so weiter. Und ein kölsches Mädchen hat mir das Tanzen beigebracht, weil ich hier mich nicht bewegen konnte, als ich hier kam. Ich war so stocksteif wie ein Landpfahl. Ja. Und ja, die afrikanische Lieder habe ich auch in den 80er Jahren afrikanische Lieder gesungen. Also von Südafrika mit diesen afrikanischen Sprachen. Und das hat mir eine namens Lutz Gönner mir beigebracht, ja, weil ich die auch nicht konnte. Also das ist die einzige Sprache, die ich sprechen konnte, war entweder Afrikaans oder Englisch und erst nun Deutsch. Und da habe ich festgestellt, ich konnte diese anderen Dinge dann nicht machen. Und diese sogenannte Rhythmus habe ich hier einfach gelernt. Ne? Und muss ich dann schon sagen, muss ich die Leute dann wirklich belehren. Ja, das, was in ihre Köpfe sind, weil sie führen eine Trennung herbei, eine Trennung zwischen ihnen und zwischen uns. Und dann sagen sie ja, du bist dann anders, weil du dann anders bist. Und wenn ich wurde auch oft rausgeschmissen aus Jobs, wo man sagte, ja, du bist ja rausgeschmissen, weil du dann die Autoritäten dann nicht beugen konnte oder weil ich dann mich die Strukturen von einem jeweiligen Arbeitsplatz mich nicht unterordnen konnte. Ich sage meistens, sehr oft ist es dann rassistische Hintergründe. Weil es gibt ja nun dann viele Leute, die dann nicht akzeptieren, ich will ja keinen untergeordneten Job haben. Ich will auch eine Führungsposition, weil ich denke, ich bin dazu auch auserwählt, eine Führungsposition zu übernehmen. Und das werde ich dann auch machen. Ich werde zum Beispiel meine Firma, das ist eine Network-Marketing-Firma, eine Internet-Firma, werde ich also aufbauen. Ich übernehme die Führung in dieser Firma und ich lade jeden dazu ein, mitzumachen. Unter meiner Führung natürlich. Und ich habe auch gemerkt, als ich mein eigener Chor hatte, Living Voices, da haben viele gemeint, ja, du bist ja halt so afrikanisch hinter ein Gemüt. Das stimmt zwar nicht. Auch Afrikaner fanden mich zum Beispiel merkwürdig, weil ich bin ja Kunstkünstler. Und als Künstler habe ich meine eigenen Gesetze im Kopf. Ich tue nicht, was andere Leute tun. Ich tue nur das, was ich tue. Und selbst in Südafrika wurde ich verschrien als Sonderling, als Mensch, mit besonderen Eigenschaften, eigenartiger. Ja. Nicht einzigartig, sondern eigenartige Eigenschaften. Und wenn Leute dann von mir behaupten, auch in meinem Chor, ja, du kannst nicht organisieren, weil du hast die deutschen Strukturen nicht, dann sage ich, das ist ja ein hintergründiger Rassismus. Und wo ich dann überhaupt nicht dann sagen will, das ist ja was Negatives, weil viele Menschen sind nicht davon bewusst, dass es vielleicht ein Rassismus ist. Sie sind es nicht bewusst, dass sie führen bei einer Trennung zwischen mir und ihnen. Und ich sage, in diesem Chor haben einfach andere Leute die Führung übernehmen wollen. Ganz natürlich, ich habe einen Chor und mein Chor untersteht, dann sind in meinem Chor sehr viele Deutsche, ja, die Mehrheit der Sänger sind Deutsche. Und es bedarf natürlich ein Deutscher, ein waschechter Deutscher, würde ich dann sagen, um diesen Chor zu führen. Und da habe ich ja festgestellt, ja, meine Führungsansprüche würden dann immer in Frage gestellt, bis ich dann auf den Punkt gekommen bin und sage, Moment, ab heute übernehme ich dann die Führung. Und warum? Ich übernehme die Führung, weil das ist ja mein Chor. Ich habe diesen Chor gegründet, den Gospel Chor. Und die meisten meiner Lieder sind nicht unbedingt Lieder von schwarzer Gospelsänger, das heißt, es ist ein Gemisch. Ne? Ich nehme diese Gospelsänger aus Amerika, diese sogenannte Gospel Quartets, die übernehme ich dann auch und die sind meistens weiße Leute aus dem Südstaat in Amerika. Und das heißt, meine Gospel-Lieder sind nicht schwarz, wie viele Menschen dann denken. Das ist von alle möglichen Schattierungen. Ich nehme also Gospel-Lieder von Schwarzen, von Weißen, das heißt egal von wem, das heißt
bei mir macht es keinen Unterschied. Und da habe ich auch was festgestellt. Und da habe ich auch gesagt, wenn man die Kölsche Lieder hören, dann stellt man fest, dass auch Kölsch so eine Art von Gospel-Genre darstellt. Na, wenn ich, oh lieber J, gib uns Wasser, denn Jans Köller Herr Durst, das Lied an sich hört sich dann wie ein Gospellied an. Ja. Und sehr viele kirchliche Lieder, ja, das erinnert einen an Gospellieder. Nur die Texte sind dann ganz anders. Und was ich dann vorhabe, wenn ich sage, ich übernehme heute die Führung für mich und für mein Leben und lade Leute dazu ein, bitte überdenke eure Glaubenssystem oder Glaubenssätze, was wir sind, was ich bin. Ich bin und ich bin kein, auf meinem Pass steht natürlich nicht, der Inhaber dieses Passes ist Migrantendeutsche. Nein, das steht einfach, der Inhaber dieses Passes ist Deutsch. Fix, fertig, aus. Und ich plädiere da, und ich stimme dafür ein, dass ich dann als solch akzeptiert werde. Ich möchte zum Beispiel nicht immer sagen müssen, ich bin deutscher Staatsbürger. Das sagen ja viele von uns, die dann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben. Ich bin deutscher Staatsbürger, weil wir uns fehlen dann das deutsche Blut. Und das will ich dann entscheidend dagegen kämpfen. Ich bin Deutscher, fix fertig aus. Ich bin zwar in Südafrika geboren, ich bin gebürtiger Südafrika, aber Deutsch bin ich. Und entweder ist es so akzeptiert, ich habe es akzeptiert und ich lege Wert darauf, dass es dann in die Allgemeinheit akzeptiert werden. Ich könnte auch in die Politik gehen. Ich will es aber nicht. Nicht, weil ich mir keine Chancen einräumen. Ja, aber ich bleibe dann im Entertainment-Bereich, ich bleibe im Motivationsbereich, ich bleibe dort, weil ich mich am meisten dort wohl fühle. Und in dieser Ansprache sage ich, übernehme die Führung und lade jeden dazu ein, die Führung in sein Leben zu übernehmen. Und wenn du dann die Führung in dein Leben übernimmst, dann hast du einen ganz anderen Ausgangspunkt, was mit deinem Leben geschieht. Und ich sage, ich werde von mir aus, von hier aus, meine Markt ist das Internet. Die Internet ist einer der größten Märkte der Welt. Ungefähr 2 Milliarden Menschen sind Nutzer dieses Online-Portal sozusagen. Und für mich werde ich die Führung übernehmen über meine Firma und mit Leuten weltweit in Kontakt treten, weil ich will da beweisen, das ist für mich wichtig. Das ist für mich allein, einzig und allein wichtig und das werde ich auch machen. Und deswegen gebe ich dann diese Ansprache heute, um meinen Standpunkt festzulegen und zu sagen, wer ich bin. Ich bin, wer ich sage, was ich bin. Und ich bin nicht das, was ihr oder irgendein Mensch mir sagen, was ich bin. Ich bin das, was ich bin. Und ich werde immer die Führung übernehmen. Und das sage ich. Das sage ich euch heute. Und das werde ich immer sagen. Und die Rest meiner Tage hier in diesem wunderbaren Land werde ich es immer bekräftigen, immer betonen, dass ich die Führung übernehmen wollen. Und ich übernehme die Führung. Und so ist es. Und so wird es auch sein. Und so sollte es auch akzeptiert werden von jedem, die ich dann begegne. So, ich danke euch, ne, dass ihr dann zuhört. Und ihr werdet dann mehr von mir erfahren, mehr von mir wissen. Weil ich bin transparent und ich lasse mich dann, das was ich sage, das werde ich auch dann leben. Und das was ich sage, denke ich auch und das was ich denke, sage ich auch. So, vielen Dank für heute und wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Ade.